Willkommen, willkommen aus München. Wir sind hier bei Dell und haben den Dell Canvas 27 vor uns stehen. Ein Bildschirm sozusagen mit einer Auflösung von 2560x1440, 27 Zoll, wie der Name auch schon sagt, der natürlich als Hauptaugenmerk hier mit noch eine Vakuumoberfläche verbaut hat, also eine Touch-Oberfläche, die sehr sensibel natürlich für die Stifte-Eingabe ist oder auch natürlich für die Totems, wie wir sie zum ersten Mal bei dem Surface Studio gesehen haben. Hier natürlich aber ein viel günstigeres Konzept oder Gerät eigentlich als bei Microsoft, denn wir haben ja nur einen Bildschirm mit Touch drin und man kann das Ganze an einen separaten PC anschließen, der natürlich performant sein kann wie eine Workstation. 2048 Druckpunkte erkennt hier das Gerät, also wir können es gleich mal ein bisschen zeigen, indem wir zeichnen, aber schon mal vorab, das ganze Gerät hier ist nur ein Pre-Production-Modell, also es wird noch ein bisschen schneller sein, besser sein, wenn es dann im April auf den Markt kommt. Schauen wir uns erstmal ein bisschen die Hardware an, wir sehen können, das Ganze super dünn, kann flach auf den Tisch gelegt werden, gerade haben wir mit dem Standfuß das allerdings im 15-Grad-Winkel aufgestellt und dann natürlich noch per USB-C angeschlossen, aber auch per DisplayPort, Mini-HDMI ist das natürlich möglich und ein Stromanschluss, wie ihr sehen könnt, mit dem Standard-Notebook-Ladekabel von Dell ist hier dann entsprechend möglich. Mehr Anschlüsse gibt es eigentlich nur auf der anderen Seite, die zeige ich euch gleich. Vorher aber noch kurz von vorne. Sieht natürlich sehr schön aus. Wir zeichnen gleich ein bisschen drauf. Und auf der anderen Seite dann die weiteren Anschlüsse wie USB-Anschlüsse für entsprechende Sticks oder ähnliches, was ihr anschließen wollt. Auch noch ein Kopfhöreranschluss, falls das Ganze am Desktop-PC angeschlossen ist. Und oben dann natürlich noch ein paar Knöpfe, mit denen wir das ganze Gerät dann bedienen können. Das kann ich ganz kurz zeigen. Hier einmal an- und ausschalten könnte man das Gerät. Oder hier, wenn man kurz drauf drückt, dann hat man die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt, dann auch per Touch-Eingabe. Also ihr müsst nicht, wie bei Bildschirmen üblich, eigentlich das Ganze per Knöpfe bedienen. Also funktioniert auf jeden Fall schon mal super. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal die ganz normale Windows 10 Oberfläche an, wo ich jetzt schon ein bisschen hier drauf gezeichnet habe. Aber ich kann das Ganze mit Stift machen oder mit dem Finger. Mit dem Finger kann man es aber natürlich auch ausstellen, dass sie nicht drauf reagieren sollen. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Farbe auswählen und kann es einfach auch meine Hand hinlegen und dann hier anfangen zu schreiben. Video. So. Natürlich, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es einfach löschen. Und natürlich noch viele andere Dinge machen. Vor allem sehr präzise Arbeiten. Natürlich jetzt gerade nur ein sehr einfaches Beispiel, wie man das Gerät verwenden kann. Zum Beispiel auch mit einem Ruler. Also einem normalerweise hier Lineal. Oder ich kann hier natürlich auch jetzt was so Rundes hier zeichnen und dann anfangen hier um die Linie außenrum, wie ihr sehen könnt, auch mit Winkelhilfe und so weiter zu arbeiten. So, kann ich da noch wieder ausmachen. Dann haben wir einen sehr schönen Kreis jetzt gezeichnet. Dann, es gibt zwei Totems in der Verpackung mit dabei, einen kleineren und einen größeren. Jetzt haben wir gerade den größeren hier, der noch aktuell nicht richtig angestellt ist. Aber wir sehen könnt, der Totem zeigt einmal außenrum dann hier ein paar Optionen an, die wir normalerweise in oben erreichen würden. Aber so ist dann natürlich viel bequemer. Wir können es dann auch hier, wie ihr sehen könnt, verschieben. Wie gesagt, gerade haben wir softwaremäßig nur den kleinen hier sichtbar, aber das Ganze kann man natürlich noch einstellen, wenn die Windows-Version, die das alles unterstützt, dann auch entsprechend in der finalen Version verfügbar sein wird. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Babischka. Das war hier der erste Eindruck von dem brandneuen, schönen Dell Canvas 27. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und tschüss.